So, dann wollen wir mal anfangen. Da war auf jeden Fall einiges los und endlich mal Sachen, die mich persönlich auch richtig interessieren und wo ich mich gefreut habe. Also, hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supro von PlayStationInfo.de und das ist der Wochenrückblick Kalenderwoche steht doch. Dann fangen wir mal an mit News Nummer 1 und damit hätte ich nicht gerechnet und es ist irgendwie schon ziemlich cool. Es sind einige coole Sachen dabei, aber sagt, News Nummer 1 ist Max Payne 1 und Max Payne 2. Remakes offiziell angekündigt. Ihr habt richtig gehört. Zu Max Payne 1 und Max Payne 2. Fun Fact: Max Payne 2, The Fall of Max Payne, war das einzige Rockstar Games, was jemals eine deutsche Synchronsprache hatte. Könnt ihr mal sehen, gab's wirklich. Also es gab wirklich mal Spiele, die in Deutsch übersetzt worden sind von Rockstar Games. Sehr nice. Also auf jeden Fall haben die Entwickler bestätigt, dass es ein Remaster, ein Remake geben wird. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ist es jetzt ein Remake? Ist es ein Remake? Ein Remake, das bedeutet, es wird komplett neu aufgeführt und so weiter und so fort. Es wird jetzt nicht einfach neuer Grafikfilter drauf gemacht. Nein, die werden wohl das komplett alles neu machen. Und ja, beide Titel werden kommen, sie sind an der Mache, aber sie haben auch von vornherein gesagt, das wird halt noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Wir können frühestens Ende 2023, vielleicht sogar erst 2024 mit dem Spiel rechnen, aber es wird auf jeden Fall gemacht und da kommt auch die neue Northlight Engine zum Einsatz, die wohl sehr, sehr gut sein soll und man wird auf jeden Fall nicht so ein chaotisches Verhältnis haben wie mit den GTA Remastered neulich, ihr wisst, was ich meine. So, News Nummer 2 und das sollte auch einige von euch freuen, ich selber bin da ziemlich entspannt, weil ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, aber Tomb Raider, neuer Teil, wird in Unreal Engine 5 erstellt. Die Unreal Engine ist ja nun wirklich in aller Munde, wirklich sehr, sehr viele Spiele werden jetzt mit dieser Unreal Engine produziert und so weiter und so fort. Sie ist auf jeden Fall schon ziemlich nice, muss man sagen. Muss man sich einfach nur mal ein paar Vergleichsvideos angucken. Nichtsdestotrotz, das neue Tomb Raider Spiel wird in dieser Engine erstellt werden. Das heißt also, das ist auch schon mal gut zu wissen, dass es mit Tomb Raider weitergehen wird. Also auch in Kinoform wird es ja weitergehen. Aber auch spieltechnisch wird es weitergehen und ich denke mal, es wird auf jeden Fall einige von euch freuen. So, News Nummer 3 richtet sich jetzt an der Stelle an die Horrorfans hier. Da hat 2K Games, irgendwie haben die, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Irgendwie haben die, glaube ich, auch gar keine Lust mehr. Irgendwie die Spiele, die sie irgendwie alle mal präsentieren, sind so unterm Radar, weil sie irgendwie das nicht schaffen, das irgendwie mal ein bisschen besser zu präsentieren. Aber gut, nichtsdestotrotz, dafür gibt es ja uns kleine Medien, die dann halt darüber berichten. Und auf jeden Fall The Quarry, ein Spiel, was im Sommer erscheinen soll, wenn ich das jetzt noch richtig lese, ja, hat auf jeden Fall einen neuen Gameplay-Trailer bekommen, beziehungsweise ein neues Gameplay-Video, was ganze 30 Minuten lang ist. Ihr fragt euch jetzt, was ist The Quarry? The Quarry ist quasi ein Horror-Survival-Geschichten-Ding-Bumster-Dingster. Und die Kollegen von IGN haben da auf jeden Fall ein sehr schönes Gameplay-Video fertig gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir jetzt zum Teil angeguckt und jetzt sieht es wirklich sehr interessant aus. Muss man ehrlich sagen, mal wieder ein bisschen gepflegter Horror und so weiter und so fort. So, gepflegter Horror, was für ein Übergang und News Nummer 4. Und das ist jetzt nun wirklich mal die News 2022. Und dass ich das nochmal erleben darf, dass ich euch nochmal über sowas berichten kann, hätte ich persönlich niemals gedacht. Und das letzte Mal, dass ich über so ein Spiel geredet habe oder diese Spielreihe geredet habe, war original zur PlayStation 3 Zeit. Und ich bin wirklich, wirklich, ich habe mich wirklich gefreut. Kein Scheiß, ich habe mich wirklich gefreut. Ich weiß, interessiert euch nicht, aber mich interessiert es. Und die Rede ist von Monkey Island. Ihr habt richtig gehört, Return to Monkey Island wurde offiziell angekündigt. Wahnsinn. Nach Monkey Island, Le Shark Revenge. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mit Monkey Island 2 damals angefangen und dann Teil 1. Da hatte man noch diese Drehscheibe auf dem PC, da musste man immer so einen Code. Das war, der Kopierschutz damals war eine Drehscheibe, die musstest du zweimal verschiedene Varianten drehen. Dann hattest du einen Code oder ein Bild und das Bild musstest du dann bestätigen. Das ist so großartig. Also die ganz alten Leute wissen, was ich meine. Wir sind ja schon alle sehr alt. So, ich schweife komplett ab, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen gehypt. Aber ja, richtig gehört, Monkey Island kommt wieder. Ob es nun für die Konsolen kommt, ist noch nicht ganz klar. Ich gehe persönlich davon aus, da es ja auch eine PS3 Remastered-Variante gab und die auf jeden Fall wissen, wie man den Markt da mitnehmen kann und Monkey Island wird es jetzt auch nicht mehr so mainstreamig geben, aber ich glaube, es wird noch genug Fans geben, die es kaufen werden und sobald es eine Collector's Edition und sowas gibt, werde ich die auch safe kaufen. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, Monkey Island wurde angekündigt und das Allerbeste ist, und wirklich das Allerbeste ist, dass die Originalmacher dabei sind von Teil 1 und 2, also der Ron Gilbert ist zum Beispiel dabei und das ist schon wirklich sehr, sehr nice, sehr nice. Top auf jeden Fall. Wirklich top, 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 top. So, was haben wir als nächstes? News Nummer 5 und da geht es um Lego Star Wars, die Skywalker Saga, was ich ja jetzt auch ein paar Mal jetzt gespielt habe. Und ja, da ich beruflich noch ein bisschen eingeengt bin, ein bisschen schwierig gerade mit Zocken. Aber auf jeden Fall Skywalker, Lego Star Wars, das Warten hat sich gelohnt, so kann man sagen. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel geworden. Eine Review wird es auch geben. Die machen wir auf eigenen Nacken. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch einige kleine technische Probleme mit dem Spiel, wo ich mich frage, wie kann denn das eigentlich sein?
Und die PS5-Version im Vergleich zu den ganzen anderen Geschichten, den ganzen anderen Versionen, schwächelt echt am meisten. Und das habe ich nicht geglaubt. Ich habe mir dann auch so ein Vergleichsvideo angeguckt, habe ich auch dann in den News-Artikel reingepackt und habe nochmal ein paar andere Sachen mir angeguckt und habe es ja auch selber erlebt. Und ja, technisch ist es wirklich da und da noch ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz nicht irgendwie komisch reden und so. Das Spiel ist auf jeden Fall spielbar und macht sehr, sehr viel Spaß. Also mit Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, liegt ihr auf jeden Fall richtig und das macht schon echt Laune auf jeden Fall. Also könnt ihr euch mal auf jeden Fall angucken. So, da gibt es auch jetzt gerade bei Amazon eine gute Aktion und zwar kaufe 3 Spiele, zahl 2 und da ist original dieses Spiel dabei und auch Elden Ring ist dabei. Und ich habe auch gesehen, Leute, die ja, ich sehe da dann, wenn Leute über unseren Link kaufen, an der Stelle an alle Leute, lieben Dank, die bei Amazon über unseren Link bestellen. Ihr unterstützt damit das Projekt, zahlt aber auch nicht mehr. Und ich habe immer gesehen, die beste Kombi ist wirklich Star Wars, Elden Ring und dann dieses neue Borderlands, Tiny Tana Tunatas, genau. So, und die nächste News wollen wir mal anfangen, das wäre dann demzufolge News Nummer 5, das ist Red Dead Redemption 3, alle News und Gerüchte zusammengefasst. Also in diesem Artikel sind alle bekannten, also sowohl offizielle und mehr oder weniger Leak-Geschichten in einem Artikel zusammengefasst, aber auch nur die interessanten, nicht diese Kleinigkeiten, weil, wie gesagt, Rockstar Games hat offiziell bestätigt, sie arbeiten an Red Dead Redemption 3, das wird offiziell kommen, also ganz klar, und da gibt es halt auch schon ein paar kleinere Informationen. So, kleine Informationen haben wir auch wieder zu PlayStation Plus, was jetzt wirklich, das ist der Hammer einfach, wirklich, dieses PlayStation Plus, unfassbar. Okay, also ihr wisst ja, ne, vor geraumer Zeit wurde das neue PlayStation Plus offiziell präsentiert, also ihr wisst schon, die 3 Stufen, habe ich letztes Mal drüber berichtet, könnt ihr alles 1000-mal nachlesen. Und jetzt hat Jim Rayan nochmal bestätigt, dass es keine First-Party-Titel zum Release geben wird. Also, das bedeutet, wenn jetzt quasi ein God of War 26 rauskommt, wird das jetzt nicht dann im PlayStation Plus drinne sein. Also, ja, Mazel-Tov, das wussten wir aber auch vorher. Und ich glaube, jetzt habe ich mich auch einmal hier kurz ein bisschen, das war News Nummer 6. Also, wir hatten Max Payne war News Nummer 1, Tomb Raider News Nummer 2, The Quarry News Nummer 3, Return to Monkey Island News Nummer 4, Lego Star Wars News Nummer 5, Red Dead Redemption News Nummer 6 und PS Plus News Nummer 7. So, genau. Also, wie gesagt, PlayStation Plus wird auf jeden Fall noch sehr lustig sein. Ich habe auch noch eine extra News drin, also hat der Gabsen reingemacht. Und zwar, hätte ich nicht gedacht, wurde ich von einem Leser auch mehr oder weniger darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es aber auch dann irgendwie schon auf die Kette bekommen. Und zwar, PlayStation Info ist 11 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass werden wir auch ein kleines Gewinnspiel machen. Dieses Gewinnspiel und die ganzen Aktionen und so weiter und so fort starten dann auch ab Montag, was haben wir denn da? Wir haben Montag, den 11. Ab Montag, den 11. geht's los. Dann werden 2 Varianten online kommen, aber das kriegt ihr dann alles auf jeden Fall mit. So, Freunde, also sagt Monkey Island, sehr nice. Max Payne 1, 2, richtig nice. Und ja, Lego Star Wars kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist sehr lustig und ich bin noch nicht mal so der riesen Lego-Fan, so, aber die Spiele sind einfach cool. Kommt gut in die neue Woche, mein Name ist Sobro, besucht playstationinfo.de, bis zum nächsten Mal, haut's rein, bis dann, tschüss!